ringing out my life say. I've tried to escape, but I can't hide. Now my eyes are shining red, I'm listening to your words. I'm addicted. I can tell what's on your mind right now. This life for you makes me blind somehow. Take my hand, and I'll follow you to hell. And it's too late to escape, cause I already fell. Ernsthaft. Oh, ich sollte mich mal lieber beeilen. Na, mein Schöner? Dann wollen wir doch mal mit dem Training anfangen. Hast du das da gerade auch gesehen? Antwort genug. Du wirst bestimmt auch wissen, was das war, oder? Dann mal los.
Du wartest hier. Klar. Nanu? Ein Mensch? Das ist ein echter Mensch! Was machst du hier? Auf unserem Berg? Gar nichts. Ich wollte nur... Leute, kommt raus! Wir haben einen Eindringling. Was soll das hier werden? Du bist in unser Revier eingedrungen. Willst du unser Zuhause zerstören? Nicht, wenn wir dich zuerst zerstören. Woher wollt ihr wissen, dass ich euch oder eurem Zuhause hier irgendwas antun will? Ihr Menschen seid alle gleich. Ihr kommt nur her, um unseren Lebensraum zu zerstören. Glaub mir, du wärst nicht der erste Mensch, den wir vernichten würden. Wegrennen bringt dir nichts. Wir werden dich trotzdem finden. Für uns ist niemand sicher. Lia, wo warst du denn so lange? Oh, hi Mom. Ich war nur etwas ausreiten. Ich gehe jetzt direkt auf mein Zimmer. Das kann doch nicht echt sein, oder? Ich meine, Geister, komm schon. Das habe ich mir nur eingebildet. Das muss alles an dem Traum von letzter Nacht liegen. Das wird sein. Ich habe mich nur in etwas hineingesteigert. Kein Grund, sich deswegen gleich zu viele Gedanken zu machen. An deiner Stelle würde ich mir große Gedanken machen. Nicht schon wieder. Alles nur Einbildung. Willst du dir weiterhin einreden, ich wäre nicht echt? Du machst mich echt wütend. Okay, wo bist du? Ich bin in deinem Kopf. Wir haben doch gesagt, wir finden dich. Und dass du uns nicht davonkommen wirst. Was wollt ihr von mir? Ich habe euch überhaupt nichts getan. Ihr Menschen seid doch alle gleich. Denkt, ihr wüsstet alles besser und das wärt ihr in allem unschuldig. Ich sag dir mal was. Jedes Jahr kommen die Menschen um diese Zeit auf unseren Berg, weil sie sich etwas gruseln wollen. Ihr dringt in unser Zuhause ein und zerstört unseren Lebensraum. Wir haben keine Angst vor euch, ihr mickrigen Kreaturen. Wir werden dich zerstören, bevor du uns zerstören kannst. Versuch gar nicht erst zu fliehen. Das kann doch nicht wahr sein. War klar, dass mir so etwas passieren muss. Wollen diese Wesen von mir? Ich habe doch nichts Falsches getan, oder? Werden sie mir wirklich das antun, mit dem sie mir drohen? Aber wie wollen sie das machen? Es gibt zwei Möglichkeiten, die mir jetzt noch bleiben, bevor ich komplett den Verstand verliere. Oder sie mir etwas antun können. Entweder ich konfrontiere die Geister und hoffe, dass sie mich dann in Ruhe lassen. Aber
werden die mich überhaupt wahrnehmen oder überhaupt auf mich hören? Oder die zweite Möglichkeit, ich beende es ein für alle Mal. Dann können sie mir sowieso nichts mehr antun. Also, was soll ich tun?